Armin Laschet wird Kanzler. Armin Laschet wird Kanzler. Kennt ihr den Song noch? Ich hab da noch regelmäßig einen Ohrwurm von. Und es hätte wirklich so kommen können. Armin Laschet hätte unser Bundeskanzler werden können. Aber am Wahlabend 2021 gab es dann einen Tiefschlag. Die Union ist nur die zweitstärkste Kraft geworden hinter der SPD. Es gab es seit knapp 20 Jahren nicht mehr. Dieses Ergebnis kann, darf und wird die Union nicht zufriedenstellen. Und klar, als Kanzlerkandidat und als damaliger CDU-Parteivorsitzender musste Armin Laschet dafür gerade stehen. Und dann kam der krasse Abstieg. Er war nicht nur kein Kanzler, sondern er musste sein Ministerpräsidentenamt abgeben und auch das Amt des Parteivorsitzenden. Er hat quasi alles verloren. Und irgendwie ist Armin Laschet seitdem wie vom Erdboden verschluckt, oder? Man sieht ihn zumindest kaum noch. Aber er wäre ja auch nicht der Erste, der es wieder zurückschafft auf die politische Bühne. Ich meine, Merz ist als CDU-Vorsitzender mehrfach abgeblitzt, bevor er es dann gepackt hat. Könnte es da nicht auch Armin Laschet nochmal ins Rampenlicht schaffen? Wir checken in diesem Video, wie Laschet es eigentlich in der CDU so weit nach oben geschafft hat, was er gerade so treibt und ob er nochmal ein Comeback anpeilt. Los geht's! Ich meine, Armin Laschet kennt ihr ziemlich sicher alle. Vor der Bundestagswahl 2021 war er das Gesicht der Union und überall zu sehen. Aber Laschet ist davor schon ewig in der Politik gewesen. Schon 1994 ist er das erste Mal in den Bundestag eingezogen. Danach saß er dann von 1999 bis 2005 im Europaparlament und ist dann in Nordrhein-Westfalen 2005 Minister für Generationen, Familie, Frauen und Integration geworden. Und innerhalb seiner Partei ist er dann nach und nach immer weiter die Karriereleiter hochgeklettert. So richtig für Aufmerksamkeit hat er aber erst vor ein paar Jahren gesorgt. 2017 hatte er in NRW die Wahl für die CDU gewonnen und wurde dort Ministerpräsident. Und damit eine ganz große Nummer in seiner Partei. Ziemlicher Aufstieg, oder? Also es stimmt, das ist ein super krasser Aufstieg. Vor allen Dingen ist es einer, den Armin Laschet kaum jemand zugetraut hat. Das ist Sarah Sievert, sie ist Journalistin beim Spiegel und hat die Union schon seit vielen Jahren im Blick. Für Laschet ging es nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten dann aber recht schnell noch höher hinaus. Es ist irgendwie in der Natur der Sache in der Union, dass der NRW-Ministerpräsident automatisch auch kanzlertauglich sein muss und automatisch auch für den CDU-Vorsitz in Frage kommt. Und genau so ist es gekommen. Er wurde 2021 zum CDU-Vorsitzenden gewählt und später im Jahr dann auch noch zum Kanzlerkandidaten bestimmt. Wobei man sagen muss, dass Laschet nie wirklich unumstritten war. Während Corona hat er sich öfter mal Patzer geleistet und sich einige Male in die Nesseln gesetzt. Zum Beispiel 2020 wegen eines Corona-Ausbruchs beim NRW-Fleischereigiganten Tönnies. Weil Rumänen und Bulgaren da eingereist sind und da der Virus herkommt, das wird überall passieren. Das gab jede Menge Kritik und Laschet musste zurückrudern. Oder das hier. Während der Pandemie gab es einen Maskendeal, in den auch Laschets Sohn verwickelt war. Kennt ihr nicht? Gestatten Joe Laschet. Mode-Influencer auf Instagram. Damals ging es darum, dass das Land NRW vom Textilhersteller Van Laak Corona-Schutzausrüstung, also Kittel und Masken, gekauft hatte. In der Pandemie nachvollziehbar, aber den Kontakt zwischen Regierung und dem Textilhersteller soll niemand Geringeres als Joe Laschet hergestellt haben. Und der soll auch noch als Influencer für die Firma geworben haben. Eine Provision soll Joe Laschet dafür nach eigenen Angaben nicht bekommen haben, aber trotzdem sah diese Vater-Sohn-Geschichte nicht so gut aus. Und ein aktuelles Update gibt es zu der Geschichte tatsächlich auch noch. NRW muss jetzt 3,3 Millionen dieser Van Laak-Kittel verbrennen, weil das Verfallsdatum dieses Jahr überschritten wird. In der Pandemie ist Laschet das ein oder andere Mal ins Schlingern gekommen und in den Beliebtheitsumfragen stand er ziemlich mies da. Im Gegensatz zu einem anderen, der in den Umfragen immer ganz oben mit dabei war. Markus Söder hat damals fest damit gerechnet, nach vielen Patzern, die Armin Laschet sich ja geleistet hat, dass sie ihn rufen würden, weil seine Werte eben so waren, wie sie waren. Er hat in der Corona-Zeit gemerkt, okay, ich bin aus diesem Tief von 2018 wieder rausgekommen und bin beliebt in der Bevölkerung, übrigens auch jenseits der bayerischen Landesgrenze. Und hat dann das Momentum eigentlich für sich nutzen wollen. Als ihn dann aber keiner rief, hat er sich quasi selbst gerufen und sich angeboten. Und das hat dann für eine Menge Stress und Sticheleien gesorgt. Und auch in der CDU hätten nicht wenige lieber Söder als Kandidaten gesehen. Am Ende hat sich Armin Laschet dann aber durchgesetzt. Nur so wirklich souverän sah das nicht aus. Ich weiß gar nicht, ob sich irgendjemand für Armin Laschet entschieden hat. In der CDU funktioniert ganz viel darüber, dass alle der
Gewohnheit gehorchen. Also das haben wir immer schon so gemacht. Und es ist nun mal so, dass der CDU-Vorsitzende das erste Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur hat. Und der wollte es unbedingt. In einem Interview mit dem WDR hat er in diesem Jahr sogar nochmal gesagt, dass er zu keiner Zeit bereit gewesen sei, die Kanzlerschaft an Markus Söder abzugeben. Ob es mit Söder 2021 geklappt hätte, weiß man nicht. Klar ist, mit Laschet hat es nicht gereicht. Im Gegenteil, es folgte ein krasser Absturz. Aber warum Absturz? Woran hat es gelegen? Woran hat gelegen? Welche Fehler hat Armin Laschet gemacht? Puh. Ich glaube, man könnte eher die Frage stellen, welche Fehler hat er nicht gemacht? Okay, er hat wirklich viele Böcke geschossen und um es vorwegzunehmen, es war nicht nur sein Lachen während der Flutkatastrophe. Es kam damals nämlich krass viel zusammen. Es hat einfach für ihn nicht gut funktioniert, unter Druck zu arbeiten. Das hat man das ganze Jahr lang immer wieder gemerkt. Bei öffentlichen Auftritten wirkte er unsouverän und manchmal sogar ein bisschen sauer. Nein, also ich bin noch nicht bereit. Nein, wir reden nicht darüber. Nein. Aber das war lang nicht alles. Während die SPD ihre Themen klar definieren konnte und auch ziemlich gut rüberbringen konnte, wie zum Beispiel auf Plakaten, wo drauf stand, Mindestlohn 12 Euro, hatte die CDU damit große Probleme. Und dann kam noch dazu, dass Armin Laschet das auch gar nicht so genau definieren konnte. Es gab diesen einen Moment im Wahlkampf, da habe ich ihn begleitet und ihn gefragt, was er eigentlich machen möchte, wenn er Bundeskanzler wird. Ihm sind keine drei Dinge eingefallen. Er hat dann zwei aufgezählt. Ich habe nach einer dritten Sache gefragt. Er sagte dann so ganz entspannt, oh, ja, was machen wir noch? Und das ist was, das kann dir als Kanzlerkandidat nicht passieren. Also wenn du Bundeskanzler, also wirklich eines der wichtigsten Ämter überhaupt, werden möchtest, dann musst du doch wissen, was du für eine Vision und was du für Ideen für Deutschland hast. Und das konnte er in dem Moment nicht abliefern. Und solche Patzer gab es bei Laschet immer wieder. Und bei Armin Laschet war es einfach so, dass er immer wieder zu unbedacht gehandelt hat. Also wenn man Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin ist, die Erfahrung musste übrigens auch Annalena Baerbock machen, steht man dauerhaft 24/7 unter Beobachtung. Einer der Momente, in denen sich Laschet wahrscheinlich unbeobachtet gefühlt hat, war bei der Ansprache von Bundespräsident Steinmeier während der Flutkatastrophe im Ahrtal. Ihr habt es wahrscheinlich noch im Kopf. Das kam bei so einigen nicht gut an und Laschet hat sich am Ende selbst krass drüber geärgert. Ich ärgere mich darüber. Und es tut mir aufrichtig leid. Das hat's dann aber auch nicht mehr rausgerissen. Der Umgang mit der Katastrophe war damals ein Breaking Point für Laschet, von dem er sich nicht mehr erholt hat. Dabei war die Flut eigentlich ein Moment, den er gut für sich hätte nutzen können. Und es ist ihm einfach nicht gelungen. Und so war das ganz häufig. Es gab Bilder, wo Laschet dann irgendwie im Regen dastand, wie so ein bedröppelter Pudel. Dann gab es Bilder, wo ihm der Regenschirm gehalten wird und er sich mit einer Person unterhält und die Person, mit der er sich unterhält, steht im Regen. Also so ganz einfache Dinge, die aber Bilder produzieren, die für die Menschen da draußen so unfassbar wichtig sind. Und dafür hat er überhaupt kein Gefühl. Das hat ihm gefehlt. So fehlte ihm dann am Ende auch ganz viel Sympathie. Und damit hat Laschet dann seine Union bei der ersten Wahl nach Angela Merkel ziemlich in die Krise gestürzt. Und für Laschet persönlich ging es dann ganz tief abwärts. Es war nicht nur Schluss mit seinem Kanzlertraum, sondern auch als Ministerpräsident in NRW. Schon während des Wahlkampfes hatte Laschet angekündigt, nach Berlin zu gehen und das Amt abzugeben. Das war ziemlich alternativlos. Denn Laschet wollte nicht den Fehler machen, den jemand anderes aus der CDU vor ihm gemacht hat. Norbert Röttgen ist 2012 bei der Wahl in NRW angetreten und hatte sein Amt als Umweltminister im Bund nicht abgegeben. Er wurde mit dem schlechtesten NRW-Ergebnis der CDU ever bestraft und anschließend außerdem von Merkel aus seinem Ministeramt geworfen. Den Fehler wollte Laschet nicht machen. Der damalige NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst wurde zu seinem Nachfolger bestimmt. Dass er auch gar nicht mehr als Ministerpräsident zurück nach NRW wollte, sei für Laschet klar gewesen, sagt er heute. Er wollte halt keine halben Sachen machen, hat er vor kurzem noch in einem Interview gesagt. Und laut Landesverfassung in NRW musste er sich am Ende auch entscheiden. Da ist nämlich festgelegt, dass man nicht gleichzeitig ein Bundestagsmandat haben kann oder Teil der Bundesregierung sein kann und Ministerpräsident in NRW bleiben kann. Auch der CDU-Parteivorsitz ging 4 Monate nach der Wahlniederlage an jemand anderen, Friedrich Merz. Und nu? Die Bundestagswahl liegt ja jetzt schon eine ganze Weile zurück. Was macht Laschet denn jetzt? Heute macht er einen Job, den auch so einige andere machen. Er ist einer von 736 Bundestagsabgeordneten. Außerdem ist er Vorsitzender des Unterausschusses Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung. Da werden sicherheitspolitische Themen wie zum Beispiel ein Atomwaffenabzug besprochen. Und er hat einen Titel, der eigentlich ziemlich fancy klingt. Er ist Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Da arbeiten Abgeordnete aus
46 europäischen Parlamenten zusammen. Da geht es in erster Linie um den Austausch und Dialog zwischen Parlamentarierinnen und Parlamentariern aus ganz vielen europäischen Ländern und meistens stehen Menschenrechtsthemen im Fokus. Diese Versammlung tagt 4-mal im Jahr für jeweils eine Woche in Straßburg in Frankreich und Laschets Aufgabe ist es unter anderem, den Präsidenten zu vertreten und Sitzungen zu leiten. Ganz so exklusiv ist die Aufgabe aber doch nicht. Es gibt insgesamt 20 Vizepräsidentinnen und Präsidenten und Deutschland stellt halt jedes Jahr ein. Aber lasst uns mal auf die CDU schauen. In seiner Partei war er ja vor kurzem noch ein ziemlich hohes Tier. Wie ist denn heute noch sein Standing in der CDU? Also es kommt drauf an, wen man fragt in der CDU. Es gibt durchaus einige Leute, die ihn nach wie vor schätzen, die auch nach wie vor sehr gut über ihn sprechen. Viele aus dem, damals hätte man Laschet-Lager gesagt. Es gibt ja immer verschiedene Lager, die sich hinter verschiedenen Personen bilden. Aber insgesamt hat Armin Laschet heute keinen Einfluss mehr. Aber das kann sich doch ändern. Er wäre ja nicht der Erste, der auf die Schnauze gefallen ist und wieder aufgestanden ist. Also es gab immer wieder Personen in der Union und auch in anderen Parteien, die krass gescheitert sind und sich wieder berappelt haben übrigens auch. Da gehören Ministerinnen und Minister dazu, da gehören gescheiterte Kanzlerkandidaten dazu. Also Helmut Kohl ist auch gescheitert und ist am Ende doch noch Bundeskanzler geworden. Das darf man auch nicht vergessen. Na also, und wenn man auf die Homepage von Laschet geht, wird man aktuell übrigens von diesem mysteriösen Text begrüßt. Plant da etwa jemand sein großes Comeback? Bei Armin Laschet haben verschiedene Dinge dazu beigetragen, dass es für ihn eigentlich das Ende der Fahnenstange war. Ich meine, Laschet ist heute 62, war bei der Bundestagswahl, glaube ich, 60. Das bedeutet, für ihn wäre das krönende Ende seiner Karriere gewesen. Vielleicht hat er noch mal 8 Jahre gemacht. Aber wenn man 62 ist und so gescheitert, dann berappelt man sich in der Regel nicht noch mal. Gut, aber Friedrich Merz ist heute schon 67 und der will es ja auch noch mal wissen. Also Merz ist ja damals unter Angela Merkel als Fraktionsvorsitzender ausgeschieden. Das war vor 20 Jahren. Da ist natürlich irgendwie mit 50, also noch nicht mal 50 damals, noch viel Zeit, um sich nochmal zu erholen. Und nichtsdestotrotz ist es auch bei Merz ein Sonderfall. Als er seinen dritten Anlauf als Parteivorsitzender gestartet hat, haben alle gesagt, wenn er das jetzt nicht wird, dann ist Feierabend, dann muss es auch mal reichen. Und genauso ist es mit der Kanzlerkandidatur. Wenn er das jetzt nicht macht, dann ist das für ihn der letzte Strohhalm gewesen, nachdem er greifen konnte. Das weiß, glaube ich, Friedrich Merz genauso wie der Rest der CDU. Das ist aber ein spannender Punkt, denn noch ist nicht klar, ob Merz am Ende Kanzlerkandidat für 2025 werden wird. Und passt mal auf, die aussichtsreichste Alternative ist aktuell ein gewisser Hendrik Wüst, momentan Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Hier mache ich Videokonferenzen. Ja, stehen Sie mal auf, gucken Sie mal. So. Genau, der Hendrik Wüst, den Laschet damals zu seinem Nachfolger gemacht hat. Aber lasst uns das doch mal durchdenken. Sagen wir mal, Wüst würde das Rennen machen. Wäre das nicht nochmal eine Chance, sich bei Laschet zu revanchieren und dem nochmal einen Karrierepush zu geben? Also selbst wenn Hendrik Wüst, der ja Teil des Laschet-Lagers lange war und den er auch zu seinem Nachfolger gemacht hat, Kanzlerkandidat der Union werden sollte, würde ich tippen, dass Armin Laschet jetzt kein Ministeramt einnimmt. Also für ihn ist eigentlich das Ende der Fahnenstange erreicht. Und er wirkt auf mich auch häufig so, wenn man ihn trifft, irgendwie mal bei einem Empfang oder bei einem parlamentarischen Abend, als wäre er damit fein. Er wirkt sehr mit sich im Reinen. Ich glaube, der trauert seinem Ministerpräsidentenamt noch hin und wieder nach. Aber so richtig erschüttert wirkt er jetzt auf mich erstmal nicht. Jetzt muss man sagen, Hendrik Wüst hat noch nicht gesagt, dass er gegen Friedrich Merz im Rennen um die Kanzlerkandidatur antreten will. So wirklich dementieren will er es aber auch nicht. Er sagt, aktuell will er sich auf Nordrhein-Westfalen konzentrieren. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Mein Platz ist hier in Bayern. Die Sache mit Merz und Wüst heute erinnert mich so ein bisschen an Laschet und Söder damals. Und jetzt schauen wir doch mal in die aktuellen Umfragen. Hendrik Wüst steht in Nordrhein-Westfalen glätzend da und kratzt mit seiner CDU teilweise sogar an den 40%. Im Mai kam außerdem eine INSA-Umfrage im Auftrag vom Bild raus und da ist er zum zweitbeliebtesten Politiker gekürt worden in ganz Deutschland. Merz hat es im Vergleich gerade mal so auf Platz 7 geschafft. Könnte es wirklich wieder so kommen, dass die Union auf den unbeliebteren Kandidaten setzt und wieder ein fettes Risiko eingeht? Also quasi Laschet 2.0? Ich glaube, dass sich das
durchaus wiederholen könnte, dass die CDU den Kandidaten, von dem sie selber weiß eigentlich, dass er nicht der aussichtsreichste ist, aufstellen könnte. Der Unterschied zu damals ist, und deswegen hat die verlorene Wahl längst nicht nur an Armin Laschet gelegen, dass die CDU oder auch die CSU dieses Mal, das würde ich wirklich glauben, viel geschlossener hinter dem Kandidaten stehen wird. Das könnte jedenfalls spannend werden. Aber wird Armin Laschet denn nochmal eine Rolle spielen bei der Bundestagswahl 2025? Ich würde mal stark davon ausgehen, dass er vermutlich doch auch für sich die Entscheidung treffen wird, vom Bundestagsmandat zurückzutreten und vielleicht noch irgendwas anderes zu machen. Es gibt dann ja verschiedene Posten, in denen man sich engagieren kann. Das würde ich ihm schon zutrauen. Er ist ja auch ein Europapolitiker. Vielleicht wird er sich dahingehend nochmal engagieren. Zumindest redet Laschet aktuell im Bundestag in seinen Reden eigentlich quasi nur zu Europapolitik oder internationalen Themen. Wir müssen als 46 Länder des Europarats da auch noch einmal zusammenstehen. Besonders die Zusammenarbeit mit Frankreich ist da für ihn ein großes Thema. Wir wollen in Zukunft mehr mit Frankreich machen. Vive l'amitié franco-allemand. Eins kann man aber ziemlich sicher vermuten. Was die Bundespolitik angeht, ist er eigentlich durch. Fazit: Armin Laschet ist für mich eine ziemlich tragische Figur. Auf der einen Seite hat es meiner Meinung nach einfach nicht gereicht für die ganz große politische Bühne. Dafür hat er einfach zu viele Fehler gemacht, hat zu wenig staatsmännische Ausstrahlung gehabt und wirkte einfach oft viel zu unsicher. Ich meine, ihr erinnert euch an die Kinderinterviews von Late Night Berlin aus dem Wahlkampf. Etwas überspitzt gesagt, wer im Gespräch mit Achtjährigen struggelt, bin ich ganz froh, dass der heute nicht mit Putin diskutieren muss. Allerdings muss man auch sagen, im Wahlkampf damals hat sich die komplette Union nicht von ihrer besten Seite gezeigt. Nachdem Angela Merkel weg war, wirkte alles nur noch schlecht vorbereitet, nicht durchdacht und dann gab es auch noch ständig Sticheleien vom Söder-Markus. Am Ende war Laschet dann die ärmste Sau von allen und auch das hat ihn die Karriere gekostet. An ein großes Comeback glaube ich bei ihm ehrlich gesagt auch nicht mehr. Andererseits ist er für mich dann doch zu sehr Berufspolitiker, als dass er sich jetzt einfach einen schönen Lebensabend im Aachener Umland macht und ab jetzt nur noch das Rentnerleben genießt. Gerade für Europa hat Laschet immer gebrannt und da wird er sich sicherlich nochmal in der einen oder anderen Form einbringen wollen. Zurück von 0 auf 100 wird es bei ihm aber nicht mehr gehen. Was meint ihr aus heutiger Sicht? Hättet ihr Laschet gerne als Kanzler gehabt? Würdet ihr ihn zumindest gerne wieder mehr in der Politik sehen? Oder haltet im März für den besseren Parteivorsitzenden? In die Kommentare. Unser Abo-Button geht noch lange nicht in Rente. Der ist richtig hungrig auf Klicks. Tut ihm doch mal den Gefallen. Hier habe ich gecheckt, wie viel eine Bundestagsabgeordnete eigentlich so verdient. Und schaut doch auch mal bei Chris Müller rein. Er hat recherchiert, wie sehr die Mafia Italien vergiftet.